Not a startup, and yet innovative. No crowdfunding, and yet everyone participates. No headquarters in trendy Berlin, but rather based in the legendary Data Fort Knox in Nuremberg. No spectacular stock market story. Instead, a pure blue chip as an association. Phew, quite a lot after 50 years together. But how does something like this get started? Where do you begin? And what sort of doubts are you faced with? Man hat teilweise gelacht, mit Großcomputern die Buchführung zu machen. Und wie wir dann 1966 uns vom Hauptmarkt haben fotografieren lassen, hatten wir alle große Zweifel. Hoffentlich gelingt das. Because after all, what can you expect from a company when you're not sure if there's sufficient participation, even as it's being founded? The very latest solutions for 40,000 members and more than 2.5 million businesses? What can you expect from business partners for whom the focus is on the cooperative concept? Steady earnings and growth? And what can you expect from a business whose first machines are so big that they have to be lifted into the offices with cranes? The creation of a digital future? Yes, you can expect all this from Dativ. Because we deliver, and have been doing so for 50 years. Turnover has grown from year to year. Our relevance has increased through growing membership numbers. Oh yes. And our workforce has expanded continually. And speaking of the workforce, identification with a company, above average. Staff satisfaction, above average. Loyalty towards the employer, above average and apparent everywhere. Our highly qualified members of staff, there is nothing in the company, nothing at all, of which we could be prouder. And luckily, that seems to work well the other way around. Hallo, Sie haben aber eine schöne Dativ-Sonnenbrille. Wie finden Sie den Laden denn sonst so? Ja, geil. Echt jetzt? Ja. Die Dativ? Warum? Weil hier einfach alles passt. Mitarbeiter, also Kollegen. Und Sie so? Warum sind Sie denn noch bei der Dativ? Weil es mir hier Spaß macht, weil ich mich hier zu Hause fühle, weil es teilweise eine große Familie ist. Das klingt jetzt aber auswendig gelernt. Nein. Wie, stimmt das echt? Ja. Aber Sie finden die Dativ eher so semi, oder? Mir gefällt's wunderbar. Ich muss gleich weiter. Besprechung. Mir gefällt's gut. Aha. Arbeiten Sie auch hier? Ja. Seit 13 Jahren bin ich dabei, ja. Ziemlich cool. Gibt aber nicht viele so voll Tätowierte hier, oder? Kann sein, aber ich bin der Diversity-Jackpot. Was für ein Ding sind Sie? Der Diversity-Jackpot. Aha. Kann man hier auch gut arbeiten, wenn man kein Jackpot ist? Ja. Also guter Arbeitgeber. Die halten auch in schlechten Zeiten zu ihren Leuten, das passt alles. Also da, die Dativ lassen nicht viel kommen. With pride and enjoyment in their work. When that's the case after 50 years, things must be working out. But we did have to work our way through a few challenges. For example, the challenging transformation from pure computer centers to PC solutions. Enable fully flexible access to our data core. For all customers, everywhere, and all of the time. And in doing so, not giving an inch on our creed of the highest possible security. That really is a challenge. Die Herausforderung war und ist nach wie vor groß. Sie ist nur zu schaffen, wenn man einerseits die neue Technologie adaptiert und zum anderen immer die Bedürfnisse des Kunden versucht, in Einklang zu bringen mit dem, was technisch möglich ist. Und ich denke, das ist uns in den vergangenen 50 Jahren ganz probat gelungen. Because even if a leak occurs on a daily basis somewhere in the world, Nuremberg's Fort Knox remains Fort Knox.
We're uncharacteristically old-fashioned in this respect. Just like when it comes to advising our customers. That's when it gets personal with us. We have over 2,000 employees available daily to ensure direct contact for our customers. No matter when, no matter where. Truly, no matter where. Dativ consultants are there right where you need them. On site with the customer. And anyway, what do they think of working with us over the last 50 years? Man kriegt von Dativ das Gefühl, einfach wichtig zu sein als Kunde. Sie haben eine wunderbare Maske. Dativ bleibt immer am Puls der Zeit. Bei Löhnen sind die Stärksten. Ich glaube nicht, dass es ohne Dativ funktionieren würde. And the next 50 years? What will they bring? One thing is certain. We've positioned ourselves well. The Dativ IT Campus. A milestone for the future viability of the company. Room for 1,800 employees in product development. They make sure that cloud solutions for our customers don't turn into castles in the air. They make sure that software as service will soon become an everyday reality. Continue to be a shaper of the future. Prepare today, solutions for tomorrow. 1,800 of the best developers in Germany work on that on a daily basis in our company. People who already anticipate the digital future right now. Experienced people and young people. Sometimes people who are crazy in the best possible way. Who just won't let up. Who want to know. People whom a company can simply be proud of. Man spürt eigentlich immer noch täglich den Pioniergeist von damals, den die Dativ-Gründer mitgebracht haben. Und dieses Engagement, was bei den Mitarbeitern zum Ausdruck kommt, was Tag und Nacht zum Ausdruck kommt. And somehow, that does sound and feel like a startup, doesn't it? Ich bin der Meinung, das ist sogar der typische Startup. Und da muss man bereit sein, alles einzusetzen und alles zu geben. And be honest now. Are crowdfunding ideas not part and parcel of an association too? Es ist sehr wohl so, dass eine Genossenschaft viele Elemente dieses Crowdfunding hat. Und ich glaube, in den letzten fast 50 Jahren konnten wir unter Beweis stellen, dass uns dies gelungen ist. And wouldn't you say that having company headquarters in a city with the most legendary lunch snack in Germany, a bit of a dialect, einmal Kreidenbeckler, and a huge dose of quality of life, not to mention an airport that is in full working order, is a little bit trendy too? So, wie nochmal. Nürnberg, wie finden Sie die Stadt? Na, Nürnberg ist doch schön, oder? Und Sie, wie finden Sie Nürnberg? Ist das hip hier? Na gut, ich bin jetzt schon seit 25 Jahren in Nürnberg, also das fällt mir schon ganz gut. Auch ohne Fußballverein in der ersten Liga? Was, keine erste Liga? Ja. Na, die gucken doch ewig in der zweiten Liga rum. Ach so, ja, ja, stimmt, okay, ja, gut. Aber die kommen ja wieder rein. Fantastisch. Und Sie? Nee. Wenn man so cool rumläuft, muss man da nicht nach Berlin? Ich komme aus Niederbayern. Ja, da Berlin ist ein bisschen weit weg. Wenn Sie nach Berlin gehen wollen, sollen Sie nach Berlin gehen. Aber Dativ ist an sich ein cooler Arbeitgeber. Deswegen, und in Nürnberg ist auch fett was los. So that's cleared that up then. That only leaves the stock market issue. Der Weg, den wir die letzten 50 Jahre beschritten haben in der Rechts- und Wirtschaftsform einer Genossenschaft, war erfolgreich. Und das ist eine ganz gute Rezeptur, um die nächsten 50 Jahre sich auch erfolgreich weiterzuentwickeln. Puh. Luckily, there's much more to come in the next 50 years together.